muss alleine ein Stuntflugzeug fliegen. What the fuck? Das ziehen wir uns rein, Alter. Als ob er das. Ich könnte mich doch nicht ins Flugzeug fliegen lassen. It's coming now, pull, what the pull, fuck, pull. Alter? Was? Pull. Was geht denn bei Rivi ab, Alter? Rivi hat, glaube ich, dieses Army-EP zu ernst genommen, Bruder. Er ist einmal Jet geflogen in der Army, dann war er nach 3 Tagen weg vom Server und jetzt lädt er ein Video hoch, wie er selber Jet fliegt in Relax. Das ziehen wir uns rein. Hallo. Hallo, na? Na, wie geht's? Schniedels, danke für die 600 Bits. Warst du schon mal hier? Vielen Dank für den Support. Ja, was hast du damals gemacht? Wir sind damals mit dem Helikopter geflogen. Das sah sehr, sehr wild und sehr extrem aus. Boah. Würdet ihr sowas machen? Eins in den Chat, wer sowas machen würde? Ich würde es auch, glaube ich, machen. Nicht jetzt, aktuell, aber ich würde es auf jeden Fall machen. 100%. Was glaubst du, könnte das Ganze noch steigern? Es ist. Ja? Ist es? Nein. Du weißt ja, ich habe eine kleine Aufgabe für dich, okay? Okay, ja, erzähl's mir. Wir sind hier im Hangar 7. Ja, ja, klar. Und wir spielen mal ein kleines Hide and Seek. Okay. Du musst jemanden finden. Ach, Digga, ich spiel doch jetzt nicht verstecken. Ja, doch. Es gibt eine Person, die du finden musst. Die ist irgendwo. Und die wird dir dann deine Aufgabe übergeben. Wie? Die ist irgendwo. Viel Spaß. Ach, Digga. Hinter mir? Mit der Kapuze? Kannst du mal fragen. Ja? Hat die Frage. Junge, du bist zu faul für IRL-Streams. Was für Stuntman? Ja, ich werde das ja auch logischerweise nicht streamen, wenn ich da drin bin. Wie soll ich denn da drin streamen? Aber ich denke nicht, dass sie das ist. Ja, okay, doch. Er hat recht. Nein! Nein, hat er nicht! Hä? Ah, okay, Bro. Da steht einer mitten. Ja, vielleicht ist er der nicht. Okay, ich denke mal, das ist er. Er hat auch eine Kappe an. So. Hallo? Und, hat er recht? Hat er recht, Chat? Hallo? Hi. Hat er recht? Stimmt das? Würde ich das nicht machen? Ah, war ja klar, dass nichts von euch kommt. Jetzt habt ihr auf einmal wieder kleine Eier bekommen, ne? Super. Ja. Na? Ich glaube, ich suche nach dir. Nice to meet you. Nice to meet you, Jerry. I think I have something for you. Oh no, not again. Okay. Let's see. Lieber Rivi, guck mal, die Antwort mit diesem Yeah-Ding. Ihr seid so schlecht, das ist unglaublich. Die findet immer einen Weg. Oder den Dario Costa, deine Welt auf den Kopf. Den Looping musst du aber selbst hinbekommen. Auf ins Flugzeug. Was? Ready? I guess, Bruder, das ist echt hart. Okay, it says I gotta do the looping myself. I'm gonna teach easy, you. Right? Das ist wirklich hart, Bruder. Du musst einfach selber... Also er saved natürlich, wenn was passiert, aber trotzdem ist es... Easy, Bro, ich bin so gespannt, wie er das macht, ob er es hinbekommt. Ja, okay, er hat recht, ist okay. Yeah, that's you, right? Yeah, that's crazy. Digga, der fliegt einfach unter der Brücke bei GTA Online durch. Crazy. Da im Militärgelände, guck mal. Hier ist direkt die Army. Das ist die Brücke 1:1. Das ist wirklich 1:1. Das sieht 1:1 aus. Oha, was macht der da, nervous. Bruder? Yeah. What the fuck? I'm a little bit nervous. Yeah, no worries. I will teach you step by step. You will make a great loop. You teach me step by step how to fly a plane. How to do a loop. Ihr könnt mich doch nicht im Flugzeug fliegen lassen. Seid ihr dumm? Ist es nicht ein bisschen zu viel? Ich meine, das ist voll gefährlich. Is this a plane? This is the plane we're gonna fly together, oh yes. Oh my God, for real? So you're gonna be sitting in the front, I'm gonna be sitting in the back. Ihr könnt mich doch nicht im Flugzeug fliegen lassen. Das ist wirklich unverantwortungsvoll, Bruder. Verantwortungslos. Ja, was besser. Das geht nicht. Ich kann also, nicht mal Flugsimulator. Warum setzt man ein Rivi in ein Flugzeug rein und sagt, flieg mal selber? Also das ist doch... Simulator spielen. So how many flight hours do you have? 5,400. Okay, I'm around 5. That's good. Just with passenger planes, that's it. Isn't there like any danger that can happen? I don't know. If I pass out or something, like a permanent brain damage or whatever? No. Okay. No, is we're not gonna pull so many Gs. Is it a problem that one of my ears is clocked? Always or just no, now? No, just not just now. I don't know why. That might be a problem. That might be a problem. You have some time to check it and yeah, to fix yeah, it. Yeah. And vielleicht gehen wir heute noch mal kurz zum Arzt dann, oder? Ach krass, die sind echt noch mal zum Arzt gefahren. Und ich würde sagen, wir... Ja, sicher. Wir können loslegen. Es ist soweit. Ich habe grünes Licht bekommen, der Himmel strahlt, die Sonne scheint und jetzt gleich geht's für mich... Aber dass sich der Typ auch mit Rivi in ein Flugzeug setzt, ist auch schon los. Der kannte Rivi wahrscheinlich gar nicht. Hätte er ein Video von Rivi gesehen, dann hätte er sich niemals mit ihm in ein Flugzeug gesetzt. Die Lüfte. Bevor es aber jetzt gleich losgeht, gibt es eine Sicherheitseinweisung, die kriege ich von Dario gleich. Eine ganz wichtige Info. Wir produzieren natürlich hier nebenbei noch eine wunderschöne Gameshow, und zwar Red Bull Highscore mit Papa Platte und Rumatra als Gast, die sich ebenso ein paar wilden Challenges in der Luft stellen dürfen. Passiert hier quasi neben meinem Video zeitgleich.
parallel. Das ist kompletter Wahnsinn, was da organisiert wird. Ihr seht das hier, riesige Produktion. Und ich kann immer noch nicht ganz fassen. Er hat mich gerade gefragt, ey, was denkst du, wie viele Tries du brauchst für ein Looping? 1, 2, 3. Ich sag, Digga, keine Ahnung, ich bin noch nie in ein Looping geflogen in meinem Leben. Also setze ich mich gleich einfach in irgendein Flugzeug rein, fliege ein paar Runden mit ihm. Bruder, das ist eh schon. Ich würde wirklich voll krass fliegen, glaube ich, wenn ich so ein Flugzeug steuern würde. Ich würde wirklich, glaube ich, wie in GTA 5 auch fliegen. Ich könnte, glaube ich, instant gut fliegen, weil ich habe das so gut geübt. Ich bin wirklich ein sehr guter Flieger. Habt ihr mal gesehen, wie ich in GTA fliege? Und geisteskrank, das ist ein 6G, das ist das Sechsfache vom eigenen Körpergewicht und dann soll ich einfach selber ein Looping fliegen. Ich weiß doch nicht, ob das eine gute Idee ist, Alter. Aber erstmal Sicherheitseinweisung hier, komm. Einfach 6G, das Sechsfache von deinem Körpergewicht, Digga, das ist schon hart. Einfach dann 5 Tonnen in diesem Flugzeug kommt da, ja? Das ist eine Sache, der zu steuern in drei Richtungen. So. Flugzeug reißt du rum, geil. Bricht hart. Weg, stürzt ab, das war's. Kevin und Romatra, die haben es sogar noch ein bisschen schwerer als ich. Denen müssen währenddessen noch ein paar Challenges machen. Ja, auf jeden Fall eine ganz dicke View-Empfehlung. Link erst in der Beschreibung. Unfassbar dankbar, was wir erleben dürfen. Zeigt euch aber auch unfassbar abgefuckt, dass ich das machen muss. So Ravi, today we're gonna fly together. Yes, we do. We're gonna fly a little bit of air racing maneuvers. Mm-hmm, cool. And then I'm gonna ask you to try to do a looping by your own. Okay. Okay? So what is a looping? Do you know already? Isn't it just like this, like circle? Yes. Yeah, like so a circle, it's right? Basically a circle. Yeah. Uh-huh. We have to enter at a specific height from the ground and we have to exit at the same height. And up here, we are upside down, inverted. I see. Okay. So the problem here is that if you just... Das ist auch so krass, dass Red Bull sowas auf die Beine stellt mit Influencern, dass die da einfach ein Flugzeug fliegen können, Bruder. Wer hätte das vor Jahren mal gedacht, dass sowas irgendwie just pull, möglich ist? As so you heftig. Would normally do, the risk is that... Die kacken Geld, ja, aber das ist trotzdem krass, Bro. You do kind so. Of a, this shape, we don't want. Good. It's not good for today. I want you to do better. Okay. So the technique has to be pulling an amount of G's, and then when you are here, you reduce the amount of G's, and then you increase again that amount of G's. Mm-hmm. So we are gonna float in the top. Mm-hmm. So I think that you are gonna be fine. Isn't that the point where most people pass out? Usually it's the high G's that you pass out, okay, not this okay. one. This yeah. one you get sick. You just have to take... But wo kann man out? Usually it's the high G's. Yeah, aber ist es nicht... G's that you pass out. Er sagt hier. Aber ist es nicht, wenn man hier so runterkommt? Also wenn man wieder runterkommt und dann nochmal so einen Bogen macht, um gerade zu fliegen? Okay. Not this one. This one you get sick. You just have to take care of your right hand and pulling, releasing and pulling. Okay. Nein, ganz oben. An der Stelle. Nein, weil die Kräfte zum ersten Mal reinhauen. Ach so, okay. So it's a pull, gradually releasing and then it's again gradually pulling. Okay. Any question? Einmal beschleunigen, gerade gegen den Schwerer fliegst. Okay. Not so ja, far, I guess. I'm good to go then. Boah, Alter. Ich weiß nicht, ob ich's... Natürlich, jetzt sagt man, ich würd's machen, aber wenn man davor steht und dann... Hart, Alter. Ist auch nicht so easy, glaube ich. Den Step wenn ich zweimal höre Bailout, dann springe ich aus dem Flugzeug, zähl bis drei, ziehe das rote Handle, was? Wenn ich zweimal höre Bailout, dann springe ich aus dem Flugzeug, zähl bis drei, ziehe das rote Handle. Ich fühle mich jetzt, sag ich mal... Ach du Scheiße, Alter. Allein schon, dass man dann darüber redet schon, im Falle eines Unfalls oder so, dass der dann schreit Bailout und dann musst du rausspringen und nach 3 Sekunden dieses Ding da ziehen. Allein dieses, die Vorstellung, dass du das dann machen musst, Bro, das ist glaube ich auch, ja, das ist glaube ich sehr unangenehm und das ist glaube ich, das sorgt ja für noch mehr Paranoia, Bro. Holy shit. Vorbereitet und dass ich hier diesen Fallschirm trage, das ist ja auch nur ein Sicherheitsding. Geisteskrank. So, I'm gonna start the engine now. Aha, let's go. Okay, warum wackelt das Flugzeug? Was ist das für ein Flugzeug, Bruder? Ist das ein Lowrider geworden? zack, was ist das denn? Was ist das, Bro? Okay, engine is warm, so I'm gonna try now the power. Okay. Ravi, are you ready? Yes, I am, let's go. Boah, der ist mies motiviert, Mann. Der ist sehr motiviert. Respekt, dass er sich das traut. Safe, Mann. Wirklich stark.
Okay, Revi, how are you? I'm good, really, really good. Nice views. Fantastic. Okay. Nice view. So, I give you now the stick. You give me the stick, yeah. Yes, with the right hand. Now look out, just look out and try to keep constant altitude. Constant height. Okay, look out the horizon and your nose. Er steuert einfach das Flugzeug gerade selber. And I'm gonna guide you so you can get the right altitude. This is very nice. Well done. Okay. Perfect. Very nice, very nice. Thank you. Okay, we are almost arrived at the areas. Okay. You are flying alone. Okay, jetzt. Okay, now we start climbing a little bit, Revi. So go, not more, that's enough. We just start to go higher for our looping challenge. Go to the right, Revi. Just turn right. Yes, perfect. Perfect. Alter, so now we do das muss so ein krankes Gefühl sein, wenn du gerade in der Luft bist und du steuerst einfach aus dem Nichts ohne... Also der hat ja nun wahrscheinlich eine Einweisung bekommen, sich natürlich ein bisschen beschäftigt, aber er ist ja kein Pilot, Bruder. First maneuver. Is there a computer? Okay. Which is inverted flight. Okay. So ready for inverted flight and check of the seatbelts. Okay, let's go. Oh! Hä? Rivi, Digga, denkt der gerade, der fliegt gerade GTA Jet einfach? Der hat ja voll Spaß. Ihn juckt ja gar nichts, Bruder. Er macht noch auf den Kopf. How are you, man? Perfect. Very good. Was ein King, Bruder. Ihn juckt es gar nicht. Guck mal. Guck mal. How are you, man? Perfect. Very good. Okay, nice. Okay, now I'm gonna show you one loop or you do it by your own, okay? Okay. You try to follow what I explain you in the lesson, okay? In the briefing. Okay. Okay, I'm gonna start now. Ob das Gott auch mal so ist? I doubt it. Look to the left because you don't have any reference. Look to the left. Yes. Okay, so that is not... Alright, oh my god! Oh. We do what we explain on the briefing, okay? Okay. Are you ready, man? Okay. Okay. Pull up. Jetzt ist Rivi dran. Yes, whenever you want. Start, go! Pull, man. Continue pulling. Now, release a little bit. Okay, it's a bit floppy, you didn't pull enough before. But it's coming. Now pull. Pull. Oh my god! Okay, we're almost done. How do you feel, right? Good, very good. Okay, perfect. Er macht noch ein Looping. Er macht zwei Loopings hintereinander. Juckt nicht. Drei Stück. Eine Minute lang. was not nice, but was a loop. Okay, turn right and we go back to the same direction, which was clear of clouds. The mistake was that you didn't pull enough at the beginning. We had no energy, basically, and the plane didn't want to fly anymore. Okay, ready? Go. Alter. Okay, nice. Now release it a little bit here. Let it flow. Yes. Okay, now continue pulling. Now pull. I will reduce the power here. Continue pulling. Pull. Tighter now here. Come on. Ja, Rivi juckt gar nichts mehr, Bruder. Er hat die Hemmschwelle durchbrochen. Er wird doch, glaube ich, 3 Meter über dem Boden einfach jetzt entlang fliegen, so wenn er sagt, mach das. It's a perfect. Yes. Well done, man. Let's go. Yes. Krass, you made it. Okay, we are done with the challenge. Ja, Adrenalin kickt anders in den Moment. How do you feel? Amazing. Okay. Amazing. Okay, good. Good job, man. Thank you. Thank you. Give you a couple of maneuvers and then we go home, okay? Okay. Go. Er hat viel Spaß einfach. Rivi wird demnächst, glaube ich, einfach einen Pilotenschein machen. Ich glaube wirklich, irgendwann ist es soweit. Right, left, right, okay? Ready? Tighten your neck. Go. Right. Oh, yes, baby! Oh, my, yeah! Woo-hoo! Okay, let's go home. Oh, es war krass. Es war sehr krass, aber es war auch sehr, 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 sehr geil. Ich bin mal gespannt, was er sagt, wie ich mich geschlagen habe. Ne? Es war sehr intensiv. Leider viel zu kurz. Ich hätte es gerne. Man nennt ihn auch Revi-Rakete. Nee, also Baran. Also Revi-Rakete. Ey, Bruder, ich bitte dich.
Revi-Rakete, ey, Bro. Alle meine Sorgen waren komplett unbegründet. Ich kann gerade noch nicht ganz realisieren, dass ich am Boden bin, tatsächlich. Das ist crazy. Sehr, 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 sehr wild, muss man einfach mal sagen. Irgendwann hat er gesagt, ja, eigentlich hätte er einen Bann verdient jetzt, ne? Wirklich. Bist du dran und ich Steuer in der Hand. Wow. Ich bin dann gewöhnt. Dann haben wir einen Versuch gemacht. Er meinte, ja, war schon gut. Und beim zweiten hat es dann direkt geklappt. Ich weiß jetzt nicht, was er jetzt sagt, aber ich denke mal, ich habe mich ganz gut geschlagen. Und vor allen Dingen, das Geile ist, mir ist kein einziges Mal schlecht geworden oder sowas. Im Gegenteil, ich hätte mir sogar noch gewünscht, dass wir noch viel länger so einen Scheiß machen. Einzigartig geiles Erlebnis, wirklich. I was doing Stark. Good or not? You did great. I did great? Yeah, yeah, it was okay. Auch voll it was okay. Okay. You have to be happy, yeah. Was ein Disrespect. Da setzt sich einer rein ohne Flugschein und der ist noch nie Flugzeug geflogen, selber. Der muss ein Flugzeug selber steuern. Der Typ sagt, it was okay. Bruder! Yeah, I think was very well done. I was really impressed on how you were gentle on the controls and yeah. You okay, were krass, managing doch. To keep the Stark, constant height, you know. It was this is already a challenge. Okay. And you passed that at the beginning. So then the looping, I think, was just a walk in the park for you. I mean, it was hard to do it. And the second time it was... Yeah, the first time you didn't pull enough, geez. Yeah. So at the beginning we lost a lot of energy and on top of it, the plane didn't do anything strange. So you never went into like kind of dangerous situations. And I was very relaxed. Nice. So you didn't put me in a hurry or something. In scary moments. Nice, that's good. Thank you so much. It was really, really nice. Yeah, thank well you. Done. Well done. Thank you. Crazy. Einfach nur verrückt, was wir hier alles erleben dürfen, Alter. Also da nochmal, wie immer. Ja, muss man sich echt erstmal trauen, Digga. Ach, unglaublich. Dicke Shoutout an Red Bull. Ich meine, ich habe meine Challenge bestanden, aber jetzt die Frage, wie machen Kevin und Sumatra sich in der Luft? Weil die müssen ja, wie gesagt, das Flugzeug zum Glück nicht selber fliegen. Das würde ich den beiden natürlich auch nicht zutrauen. Würdest du fliegen? Wie gesagt, aktuell nicht, aber ich würde es bestimmt machen, safe. Ja. Matra studiert hat, jetzt die Frage. Aber guck mal, das ist immer einfacher gesagt, so jetzt so von Weitem. Wenn man da ist, dann überlegt man sich das, glaube ich, nochmal. Ihre Challenge in der Luft. Aber es sieht schon sehr geil aus. Und wenn ihr das sehen wollt, checkt auf jeden Fall ganz dringend den ersten Link in der Videobeschreibung ab zur ersten Folge. Würde das Ding bei dir ab... Warte ganz kurz. Von Red Bull Highscore. Moderiert von mir natürlich, tolles Format. Mario und Pasti haben sich da richtig reingekniet. Und wir sind raus. Macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal. Starkes Video, Digga. Das war wirklich ein sehr, sehr starkes Video.